So, jetzt mal ganz kurz. Hallo. Steht einer auf der Bühne, der Lehrer, ist mal ruhig. Super. Wir machen heute eine Verabschiedung hier bei der Republika 2015, die wir in den vergangenen Jahren noch nicht so gemacht haben. Das ist eine kleine Überraschung, weil diese Verabschiedung hat mehrere Stufen. Was? Und zwar beginnen wir mit einem Weltrekord. Und dafür möchte ich bitte unter tosendem Applaus einen Fotografen auf die Bühne bitten, der einen wahnsinnig tollen Namen hat. Hier ist Ulrich Tausend. Hallo. Ulrich Tausend ist ein verrückter Kerl und Tausendsasser, der sich Folgendes überlegt hat. Also, wir haben uns Folgendes überlegt, wir wollen einen Weltrekord aufstellen. Genau genommen wollen wir einen Weltrekord einstellen, der praktisch vor einem Jahr gemacht wurde. Und zwar, da müsste man gleich noch ein Bild sehen, beim Kinderfotopreis in München. Und das Ganze, was wir heute machen, sieht dann ungefähr so aus. Und dafür ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt alle möglichst viele Lichter nehmt. Man sieht hier schon ein paar Leute, die machen das schon. Das heißt, wir brauchen ganz viele Lichter, damit wir gleich ein Light-Painting machen. Das heißt, wir machen nachher mal das Licht aus und dann müssen alle ihre Handys oder andere Lichter nehmen, da die Taschenlampenfunktion oder andersweitig die Taschenlampen anmachen und müssen dann nachher schön wedeln. Damit. Also, quasi wie beim Hasselhoff-Konzert, Handys raus, nur halt andersrum und mal die Taschenlampe anmachen. Einmal bitte probieren, nur dass wir das sehen. Wow. Oh, das ist schon mal toll. Bleib mal ganz kurz oben. Jetzt nur mal ganz kurz zur Probe. Das Licht bitte, das Saallicht runter. Oh. Wow. Oh. Wow. Also jetzt einen Whitney Houston-Song dabei haben, das wär's halt. Okay. Okay, danke. Also das entspannt eure Arme und eure Akkus. Und das machen wir jetzt. Da das etwas länger dauert, weil natürlich eine Langzeitbelichtung hier ansteht, wird das ungefähr wie lange dauern, Herr Tausend? Also wir machen eine 10-Sekunden-Foto und in der Zeit, alles, was ihr mit eurem Licht leuchtet, wird dann auf dem Bild gut zu sehen sein. Das heißt, wenn ich mir jetzt kreativerweise überlegt habe, dass ich nicht nur rumwedel, sondern zum Beispiel ein kleines Herzchen male, oder ein RP14 oder 15 oder irgend sowas, dann wäre es relativ wichtig, dass ich überlege, zum einen, ich muss das seitenverkehrt machen, beim Herzchen ist das kein Problem, und zum anderen, wenn ich etwas male und damit eigentlich fertig bin, kann ich damit auch aufhören. Das heißt, mein Licht wieder ausmachen oder eine Hand davor tun. Wenn ich da immer wieder drüber male, dann wird es eher so verwischt. Deswegen, teilweise ist weniger mehr. Und eine Sache ist wiederum, aber mehr ist auch wiederum mehr, denn bei diesem Weltrekordversuch war es so, da waren ungefähr 400 Personen da. Schlussendlich auf dem Foto sind aber dann doch nur irgendwie 150, weil die anderen halt dann doch irgendwie gerade nicht mitgemacht haben. Deswegen die Bitte an euch, es wäre wirklich ganz toll, dass alle Leute mitmachen. Dann haben wir auch einen besseren Weltrekord, der auch länger hält und es wird noch mehr schießen. Absolut. Und wenn ihr intellektuell nicht in der Lage seid, spiegelverkehrt, ich auch nicht, macht einfach so, das kommt schon rauf. So. Ich würde jetzt sagen, wollen wir anfangen? Jo. Oder? Wir machen bestimmt ein bis zwei, vielleicht sogar drei Versuche. Du gehst auf deine Position und übernimmst das Kommando und ihr traut einfach Herrn Tausend, bitte. Okay, ich mache jetzt hier nochmal meine Kamera an und schaue mal, was ich da alles sehen kann. Und es sieht doch schon mal sehr gut aus. Okay, jetzt müsst ihr alle eure Lichter rausnehmen. Überlegt euch gleich schon mal ein bisschen, was ihr macht. Außerdem müssen wir jetzt das Licht hier runterfahren und bedenkt, das sind 10 Sekunden. Ich hoffe, alle sind bereit. Ich fange an in 5, 4, 3, 2, 1, Start. Das sieht total abgefahren aus. Das sieht wirklich total abgefahren aus. Wow. Ich bin drauf. Okay. Wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich stelle nochmal an der Kamera was Kleines um, damit wir noch ein bisschen. So wie früher Variante im Studio, haben. Ganz schön einfach nochmal. Und jetzt für die Leute, die gerade eher noch gewischt haben und gesagt haben, boah, ich brauche noch ein bisschen mehr Herausforderung, jetzt mal überlegen, was man jetzt irgendwie machen kann.
Und okay, seid ihr wieder alle bereit? Also alle wieder die Lichter raus? Ja, toll. Oh Mann, sieht es abgefahren aus. Oh, jetzt sogar mit Rücklichtern. Okay, dann wieder 5, 4, 3, 2, 1, los. Und es geht los und schon weitermachen. Wow, sind das viele. Das sind total viele. Und noch weiter, weiter. Ich habe mal eine Kaktee genascht. Und das Foto ist aus. Ja, das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Das war's, oder? Ja. Ihr seid toll! Ihr seid großartig! Es gibt das Bild natürlich gleich nachher zu sehen. Ja. Wir ja. werden es euch gleich nachher zeigen. Ja. Ihr könnt auch, wenn ihr irgendwas, dieses Bild nachher dann nochmal sehen wollt, online und so weiter. Was? Ja, das gleich, kommt gleich. Wir müssen es das kurz, muss doch noch entwickelt werden. Wichtig ist, wir haben einen Hashtag für die Aktion. Und es heißt, also das Hashtag RP15Lights. Also das sagen Hashtag wir alles nachher nochmal. Jetzt geht es nämlich weiter mit der zweiten Rakete unserer Verabschiedung. Gleich. Ciao.